Mit dem Schuljahr 2010/11 wurde ein neues, sehr modernes Schulgebäude bezogen, nämlich das, in dem ich gerade stehe. Wir haben hier unter anderem Active Boards, also digitale Tafeln, in 2/3 der Unterrichtsräume und außerdem WLAN-Empfang im ganzen Gebäude. Das heißt also, dass Schülerinnen und Schüler mit schuleigenen Laptops oder mit ihren eigenen Endgeräten in bestimmten Unterrichtsstunden arbeiten können.